In wenigen Tagen ist die Wahl zum Oberbürgermeister, zur Oberbürgermeisterin in Dresden. Also Spannung steigt langsam aber sicher. Wir stellen die Kandidaten vor. Jetzt haben wir uns mit Dirk Hilbert getroffen und zwar am Königsufer. Ja, im Hintergrund die Dresdner Stadtsilhouette. Das ist einer Ihrer Lieblingsplätze. Warum? Ich glaube, es ist ein erhebendes Gefühl, wenn man hier sitzt und die Stadtsilhouette im Hintergrund, meine Stadt, da bin ich schon immer richtig stolz und macht einen auch glücklich. Gerade ob es bei Filmnächten oder bei anderen Veranstaltungen hier ist oder auch wenn man über die Brücke fährt, da ist man richtig begeistert. Und deswegen bin ich gerne hier. Warum wären Sie der beste Oberbürgermeister für Dresden? Ich sage es ganz einfach, weil ich es kann, weil ich schon bewiesen habe, dass ich die Stadt führen kann und auch integrieren kann über die verschiedensten Fraktionen hinweg. Da hatte ich die Chance gehabt in der Vertretungszeit der Oberbürgermeisterin, als er erkrankt war, jetzt wieder. Und ich muss mich nicht lange erst einarbeiten. Ich weiß, an welchen Strippen ich ziehen muss und weiß auch mit der komplexen Verwaltung. Also es sind ja immerhin 6.000 Leute, die direkt in der Stadtverwaltung nochmal so viel im Konzern arbeiten, mal zu führen sind. Und ich glaube, wir kommen damit recht zügig zu Fortschritten. Wen wählen Sie am 7. Juni? Mich natürlich, wen denn sonst? Wir haben bei Radio Dresden den Slogan, wir lieben Dresden. Warum lieben Sie Dresden? Dresden ist meine Heimatstadt, hier bin ich verwurzelt, hier bin ich zu Hause. Ich finde diese Stadt als Gesamtkomposition eine wunderbare, auch aus dem, was Wissenschaft, Kunst, was Wirtschaft hier ist. Und deswegen bin ich gerne hier zu Hause und möchte sie mitentwickeln. Wenn Sie erfahren, dass Sie die Wahl gewonnen haben, was machen Sie in dem Moment als erstes? Ich glaube, ein riesiges Dankeschön an mein ganzes Team ausrichten und an meine Frau, die viele Entbehrungen auf sich genommen, gekämpft haben, initiativ sich eingebracht haben. Tiefen Respekt für die Unterstützung an alle meine Mitarbeiter, an alle meine Unterstützer. Und deswegen Dankeschön sagen. Und ein kühles Bier. Das, glaube ich, brauche ich dann auch. Oder gerne nehme ich auch mal ein Gläschen Rotwein zum Genießen.